Jedes Mal eine andere Herausforderung, jedes Mal eine andere Baustelle. Jede Baustelle ist halt anders und nie gleich. Und als Bauleiter hat man halt auch die Möglichkeit, Büroarbeit mit Draußenarbeit zu verbinden. Man ist mal an der Luft und mal ist im Büro. Die Büroarbeit hat schon großen Anteil an der Arbeit. Die ganze Planung, die ganzen Materialbestellungen vorbereiten, Dokumentation, alles spielt da eine Rolle. Die Abrechnung, Leistungsmeldungen am Monatsende, Kostenkontrolle, Leistungskontrolle, was wurde geschafft, wurde das geschafft, was man geplant hat. Das spielt natürlich eine große Rolle. Jetzt gebe ich gerade die Ergebnisse von der letzten Nachtragsverhandlung ein. Da haben wir ein Programm, das nennt sich Ariba. Mit dem arbeiten wir in der Hauptsache. Und damit läuft die Kalkulation, die Angebotsbearbeitung, dann im laufenden Projekt die Abrechnung und später dann auch die Nachtragskalkulation. Jetzt war ich gerade auf einer Nachtragsverhandlung. Da sind dann, wenn dann wird über die Preise gesprochen und im Endeffekt einigt man sich darauf, zu welchem Einheitspreis man schließlich irgendeine Leistung ausführt. Und das muss jetzt im Programm eingepflegt werden, dass das ja alles auch ordentlich bei der nächsten Abschlagsrechnung dann berücksichtigt ist. Wir haben mal die Rohbaukosten haben wir hochgerechnet und eingearbeitet. Die Termine haben sich eigentlich auch, sagen wir, zum Glück konnten wir die Terminschiene jetzt korrigieren. Wir waren ja immer im roten Bereich und durch die Übergabe an Müllermark, da haben wir jetzt, konnten wir die Ampel, die von rot auf gelb umstellen. Im Studium lernt man zu kämpfen, sich durchzubeißen, ja, strategisch irgendwie an eine Aufgabe ranzugehen, sich zu überlegen, wie packe ich das an, wie setze ich das um, wie komme ich zu dem Ziel, das ich erreichen möchte. Jetzt in der Bauleitung muss ich grobes Verständnis von Statik zum Beispiel haben, aber rechnen tut es immer noch ein Statiker und geprüft wird es vom Prüfstatiker. Trainee-Programm bei der Eurovia dauert ja 3 Jahre lang. Und offiziell heißt es, das erste Jahr ist die Polierphase, das zweite Jahr die erste Bauleiterphase und das dritte Jahr ist die zweite Bauleiterphase. Man betreut dann halt auch schon eigenständig Baustellen. Wir führen praktisch die Baustelle, also wir haben sozusagen durch diesen Vertrag, was in den Vertrag gegossen ist, ist ein Leistungspaket. Das hat sich der Bauherr vorgestellt, das hat er beschrieben, das wird dann in Plänen umgesetzt und wir verteilen dann sozusagen große Summe Geld, das sind hier über 8 Millionen Euro, dann auf die verschiedenen einzelnen Gewerke. Und unsere Hauptaufgabe ist es, die Planung zu koordinieren und die Ausführung sozusagen vor Ort von diesen verschiedenen Gewerken. Die Pläne sind jetzt zweimal freigegeben, ach, hat sie gemacht, ja. Aber die Gläser noch nicht. Die Gläser noch nicht. Die Länge der Gläser, Aber oder? das einseitig eingespannte? Das ist jetzt so, wie es hier auf der Montage zeigt, das einseitig eingespannte funktioniert nur bis zu einer gewissen Länge. Planung, Organisation, Materialbestellung, alles, was dazugehört, wird eigentlich von einem abverlangt. Also, und weil die keine Zwischendecke haben, brauchen wir jetzt zwei. I picked you up at 10 to 4, just like 1,000 times before, on 1,000 other days. We took a walk in Silver Springs, I didn't even say a thing. Ich habe mich bewusst für den Tiefbau entschieden, nachdem ich bei der Strabag schon als Aushilfe und Praktikantin gearbeitet habe, kam dann irgendwann die Frage der Vertiefung auf. Und ja, da ich bei der Strabag Spaß an der Sache gefunden hatte, habe ich mich dann für den Tiefbau entschieden, obwohl ich eigentlich ursprünglich mal in den Hochbau gehen wollte. Aber ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Thema Krangenehmigung.
Ja. Habe ich mit Herrn Klein telefoniert heute. Das klappt alles ganz super. Der ist morgen leider nicht da. Aber am Donnerstag früh will er es direkt bearbeiten. Und das machen wir dann über einen kurzen Dienstweg. Und dann werden wir die Genehmigung bis 1. Maiwoche auf jeden Fall haben. Okay. Also das ist schon mal super, dann können wir anfangen. Okay. Alles andere. Später. Bis später. Tschüss. Okay. Ciao. Na, die Vorteile, würde ich mal sagen, sind, dass man wirklich sehr, sehr spannenden Beruf hat. Man hat zwar, sagen wir, jeden Tag so, denke ich mal, so 30%, 40% des Tages kann man planen. Man hat dadurch auch schon einen interessanten Gestaltungsspielraum, dass man eigentlich von der Büroorganisation mit die Zusammenarbeit mit dem Team, mit sehr vielen Planern, mit allen möglichen Firmen, dass man große Abwechslung einfach hat den ganzen Tag. In dieser Hochphase, da ist man eigentlich in der Regel relativ kaputt und geht mit den Kollegen nochmal was essen und trinken, geht Fußball schauen und man versucht, sagen wir mal so, in die neue Stadt ein bisschen zu entdecken und da einfach auch die Freizeit da zu gestalten. Aber ich glaube, heute Abend werden wir schön essen gehen mit den Kollegen. Warum gerade? Also da gab es wirklich keine ausschlaggebenden Gründe. Ich wusste nur, sag ich mal, dass es ein naturwissenschaftliches Studium werden sollte. Durch die Schule halt. Und in einer engeren Auswahl lagen Maschinenbau und Bauingenieurwesen. Und nachdem man an der Uni war, zur Immatrikulation, hat sich das einfach dann ergeben, dass man dann Bauingenieurwesen studiert hat. Aber wirklich ohne ausschlaggebenden Grund mit einem Kollegen entschlossen, wir machen jetzt Bauingenieurwesen. Aber bereut wurde es bis jetzt nicht. So, nach der Arbeit, die draußen getan worden ist, erwartet mich jetzt noch die Büroarbeit, der Papierkram, der noch zu erledigen ist. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ich werde meine Büroarbeit dann erledigen. Dann tschüss. Just hold.